In diesem Video habe ich 8 Tipps für euch, was ihr beim Einstellen der Pfingstrose als Strauß in eine große Vase beachten solltet. Die Pfingstrose steht für Schönheit und Reichtum. Gut, da sind wir schon beim Thema. Und zwar sind jetzt die Preise von den Pfingstrosen ja sehr unterschiedlich. Also in Blumengeschäften habe ich die jetzt gesehen für 2,50 Euro. Ich habe meine auf dem Wochenmarkt gekauft. Und zwar auch bei 2 unterschiedlichen Händlern. Da habe ich diese schön bekommen für 1 Euro. Und genauso müssen sie auch aussehen. Die müssen richtig schön schon Farbe zeigen und müssen aufgegangen sein. Und hier habe ich welche bekommen für 1,50 Euro, wo der Händler mir jetzt sagte, hier waren es die letzten, die sind ja viel besser, die sind ja noch in, ganz in Knospe. Und zwar, die müssen Farbe zeigen und wenn ihr hier drückt, muss das so weich sein. Hier ist das noch hart. Also so sollte es nicht sein. Wenn ich hätte jetzt dieses Video nicht drehen wollen, hätte ich diese Pfingstrose, diese eine, jetzt hier nicht gekauft. Ich möchte euch das nur mal zeigen. In meiner Vase habe ich gefüllt jetzt 3 Liter. Da ist es jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass ihr solchen Blumendünger verwendet. Und zwar müsst ihr dann auf diese Tütchen mal hinten rauf gucken. Manchmal ist es von 1/4 Liter nur, manchmal ist es 1/2 Liter. Also ich hatte jetzt ein Tütchen, da war es für 1 Liter. Ich habe 3 Tütchen als erstes reingemacht und habe dann Wasser rauf, lauwarm Wasser raufgefüllt. Also die Pfingstrosen auch nicht in kaltes Wasser. Ganz wichtig. Dann solltet ihr von den Pfingstrosen möglichst viel Blätter abmachen. Das hat was zu tun mit der Photosynthese. Und die Knospe, die braucht ja jetzt eben halt auch viel Kraft, um aufzugehen. Also so sieht das denn ungefähr bei mir aus. Dann komme ich bei und schneide die Pfingstrose auch wieder ganz schräg an, sodass sie richtig viel Wasser aufnehmen kann. Und da binde ich jetzt auch nichts. Seht jetzt hier, die ist insgesamt nicht schön. Und kann die einfach so in der Spirale reinstecken. Wenn ihr Pfingstrosen aus eurem eigenen Garten holt, dann solltet ihr die morgens früh schneiden. Steckt die dann also rein. Dann gucke ich mal, okay, wie viel Blatt ist insgesamt schon. Also es ist immer gut, da die viel Kraft braucht, möglichst Blatt abzumachen. Ja, jetzt eben auch das zum Pfingstwochenende die am beliebtesten, die Blume, die am beliebtesten ist. Ja klar, das Pfingstwochenende. Eine Pfingstrose hält ungefähr zwischen 8 bis 10 Tage. Und schon ist euer Sträußchen fertig. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende.